Bevor es mit dem Video losgeht, möchte ich mich bei meinen Patreons A-Wanted und TJ Hitman bedanken. Vielen lieben Dank für euren treuen und fortlaufenden Support, Jungs. Ahoi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem niegelnagelneuen Resident Evil Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Im Jahr 2011 wurde Capcoms Videospielfigur Jill Valentine zu einem der Top 10 Most Iconic Videogame Characters of All Times ins Guinness Buch der Rekorde eingetragen. Und heute in dem Video geht es um meine persönlichen Top 10 Fakten zum Charakter Jill Valentine. Wenn euch das Video gefällt, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Jill Valentine wurde 1974 geboren, ist 1,66 groß und wiegt 54 Kilo. Außerdem hat sie Blutgruppe B. Blutgruppe B? Warum sollte denn irgendjemanden Blutgruppe B interessieren? Also jetzt mal ehrlich, ich kenne nicht mal meine eigene Blutgruppe. Naja, ist euch mal aufgefallen, dass es in super vielen japanischen Games und Serien Angaben zur Blutgruppe eines Charakters gibt? Das hängt unter anderem damit zusammen, dass es in Japan den weit verbreiteten Glauben gibt, dass die Blutgruppe einer Person spezielle Charaktereigenschaften verrät, ähnlich wie bei uns die Sternzeichen. Zu den guten Zügen von Blutgruppe B zählt beispielsweise, dass die entsprechende Person wild, kreativ, aktiv, leidenschaftlich, stark und ein Macher ist. Zu den schlechten Zügen gehört, dass die Person egoistisch, unverantwortlich, unversöhnlich und unberechenbar ist. Was denkt ihr? Welche Eigenschaften passen zu Jill Valentine und welche Eigenschaften passen überhaupt nicht zu ihr? Seid doch so lieb und schreibt es mir gerne in die Kommentare. Anfang der 90er Jahre machte Jill Valentine bei der Delta Force ein 6-monatiges Intensive Operator Training, wo sie sich auf Bombenentschärfung und Schlösserknacken konzentrierte. Im Roman Resident Evil – Die Umbrella-Verschwörung von S.D. Perry erfahren wir, dass Jill bereits vorher Erfahrungen im Bereich Einbrüche und Schlösserknacken hatte, da ihr Vater ein Einbrecher war, von dem sie sich einiges abschauen konnte. Als Veteran der ersten Stunde war Jill bereits in Resident Evil 1 einer von zwei spielbaren Charakteren, während der Durchgang mit Chris Redfield etwas schwieriger war, unter anderem weil man nur 6 Inventarplätze hatte anstatt 8 und weniger Lebensenergie, war der Durchgang mit Jill etwas einfacher. Ausgehend von den nummerierten Teilen der Hauptreihe hatte Jill nur 2 spielbare Auftritte, nämlich in Resident Evil 1 und in Resident Evil 3, aber was noch viel spannender ist, ist die Tatsache, dass Jill noch nie mit einem ebenfalls bekannten Risiko Charakter wie zum Beispiel Leon, Claire oder Ada interagiert hat, also zumindest nicht onscreen. Und auch in den 3 Animationsfilmen Degeneration, Damnation und Vendetta sehen wir Mrs. Valentine nicht ein einziges Mal. In Anlehnung an den verstorbenen Sänger Jim Morrison sollte Jill Valentine ursprünglich Jill Morrison heißen, doch nicht nur der Name wurde während der Entwicklung von Resident Evil 1 verändert, auch in Sachen Design und Background Story gab es die eine oder andere Veränderung, bevor wir dann letztendlich die finale Version von Jill bekamen. In den alten Entwürfen sollte Jill beispielsweise die Überlebende eines Flugzeugabsturzes sein. Es gab sogar eine Version, die weniger auf Realismus setzte, wo Jill so kybernetische Erweiterungen hatte, so ein bisschen Cyberpunk-mäßig, aber letztendlich entschied man sich dann, Gott sei Dank, doch für einen etwas realistischeren Ansatz. Die Figur Jill Valentine wurde in vielen Ablegern und Adaptionen von verschiedenen Personen verkörpert. Über die Schauspielerin, die 1996 Jill in der Intro-Cutscene verkörpert hat, ist nur sehr wenig bekannt. Noch heute versuchen Fans herauszufinden, wer diese Dame ist. Aktuell geht man davon aus, dass es sich bei ihr um eine Schauspielerin namens Inez handelt, welche zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade einmal 16 Jahre alt war. Mehr ist allerdings nicht bekannt. Für das Remake aus dem Jahr 2002 sowie Resident Evil 5 wurde Jill von der kanadischen Schauspielerin und Model Julia Voth verkörpert. In Operation Raccoon City sowie Resident Evil 1 Lee Amara Zilaitschik. Lee Amara ist ihr das Gesicht. Und seit dem 2020 veröffentlichten Resident Evil 3 Remake ist das russische Model Sascha Sotova die neue Jill Valentine. Ihr Modell wurde auch für die Multiplayer-Games Resident Evil Reverse und Resident Evil Dead by Daylight DLC verwendet. Jill Valentine tauchte zwischen 1996 und 2020 in insgesamt 21 Spielen auf, wobei nur 6 davon zur nummerierten Hauptreihe gehörten und 3 Titel davon waren auch noch Remakes bzw. der Director's Cut von Resident Evil 1. Wenn man es also ganz genau nimmt, hat Jill nur 3 richtige Auftritte in der gesamten Resident Evil Hauptreihe.
Am 25. November erscheint endlich das Kino-Reboot von Resident Evil, welches auf dem Namen Resident Evil Welcome to Raccoon City hört. Laut Regisseur Johannes Roberts erzählt der Film die Geschichte von Resident Evil 1 und Resident Evil 2. Folglich werden wir also auch eine neue Version von Jill Valentine zu sehen bekommen. Diese wird verkörpert von der britischen Schauspielerin Hannah John-Kamen, welche Marvel-Fans bereits als Ghost aus Ant-Man and the Wasp kennen dürften. Doch Hannah John-Kamen ist nicht die erste Live-Action-Jill, welche man auf der großen Leinwand zu sehen bekommt. 2004 spielte Sienna Gullory bereits Miss Valentine, was für viele Fans der Games einer von sehr wenigen Pluspunkten der Paul W.S. Anderson-Reihe war, auch wenn Mila Jovovichs Charakter Alice alle anderen Figuren wieder und wieder in den Schatten stellte. Warum zum Geier ist Jill bei all ihren Auftritten brünett, außer in Resident Evil 5? Nicht nur ihre Haarfarbe ist deutlich heller geworden, auch ihre Hautfarbe ist etwas ausgeblichen. Das liegt an den Experimenten, die Wesker mit Jill durchgeführt hat, nachdem er sie mit Hilfe des Ouroboros-Virus zu einer willenlosen, lenkbaren Supersoldatin verwandelt hat. Der Grund, warum Jill für Wesker ein perfektes Versuchsobjekt ist, ist übrigens verdammt interessant. In Resident Evil 3 wird Jill durch den Nemesis mit dem T-Virus infiziert, wird aber durch die Hilfe von Carlos Oliveira geheilt, welcher im Raccoon City Hospital ein Gegenmittel herstellt und somit Jill das Leben rettet. Dadurch konnte Jills Körper eine hohe Immunität gegen das T-Virus und verwandte Viren aufbauen, was im Endeffekt dafür sorgte, dass der Ouroboros-Virus aus Resident Evil 5 Jills Körper nicht zerstörte. Dennoch haben die Experimente Jill sehr geschwächt und soweit wir wissen, ist Jill seit den Ereignissen in Kijuju nicht mehr aktiv an der Front der BSAA. Und als kleiner Bonusfakt, in der deutschen Sprachausgabe von Resident Evil 3 wird Jill Valentine von der Synchronschauspielerin Manuela Eifrig gesprochen. Einige von euch dürften die Stimme unter anderem als Karin aus Naruto Shippuden oder als Carrizo Marquise aus Steins Gate kennen. In unserem Resident Evil Podcast Radio Raccoon hatten wir die Chance, Manuela Eifrig zu interviewen. Die Folge ist ab sofort auf Spotify, Google Podcast und Co. Den Link zum Podcast findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Er ist hinter mir her. Hey! Ich verschaffe euch Zeit! Hey, warte! Warte, Jill! Nein! Komm schon, du verdammter Stalker! Du willst Stars? Ich geb dir Stars! Husch. So, Freunde, das waren meine Top 10 Fakten zum Videogame-Charakter Jill Valentine. Ich hoffe, ihr hattet beim Ansehen des Videos genauso viel Freude wie ich beim Erstellen des Videos. Und ja, wenn ihr mich supporten möchtet, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Oder wenn ihr meine Arbeit und mich unterstützen wollt, dann schaut doch auch mal auf Patreon vorbei. Ihr findet alle Links hier unten in der Videobeschreibung. Das war's erstmal von mir. Ich bin raus für heute. Gehabt euch wohl. Cheerio.